Ja, der Zeitpunkt der Abfahrt ist gekommen. Ich verabschiede mich also jetzt vom Schwarzen Meer und werde so weit wie möglich nach Norden fahren. Dann habe ich eine Chance, so die Regenfront vielleicht ein bisschen zu umgehen. Werde nicht über Kiew fahren, sondern versuchen, zwischen Kiew und Lviv mich durchzuschlängeln und dann in Lublin rauszukommen bei dem nördlicheren Grenzübergang Ukraine-Polen. Und dann weiter Richtung Bialystok, Augustorf, Riga oder Richtung Danzig. Je nach Wetter muss ich mal gucken. Ja, jetzt bin ich hier etwa 2 Minuten gefahren und schon ist das Shirt durchgeschwitzt. Ich wollte mir eigentlich ein schattiges Plätzchen suchen für das kleine Video jetzt. Und nur diese Kirche mit ihrem Kreuz gab mir ein bisschen Schatten, damit ich das machen kann. Dazwischen war alles immer in der prallen Sonne irgendwie. Die Sonne steht auch schon wieder ziemlich hoch. Okay, dann wünsche mir Glück und die nächsten 3 Tage werde ich mal ziemlich straight nur Kilometer machen. Erstmal, bye bye. Ja, Odessa again. Wieder super Verkehr. Es stinkt. Die nächste Tankstelle, vernünftige Tankstelle auf meiner Seite, die werde ich mal nehmen und dann das Navi einstellen und hoffen, dass ich dann möglichst bald wieder hier raus bin. Dann bin ich allerdings wieder auf dieser Höllenautobahn. Da möchte ich hoffen, dass ich sie überlebe, die nächsten 250 Kilometer. Und dann gucke ich mal, wie weit ich noch komme auf der Landstraße. Möglichst weit nach Norden natürlich. Mal sehen. Boah, wieder die volle Schwade. Terpentinabgase eingeatmet. Und ich fahre nicht schnell genug. Nur 60. Da ist man hier ein Verkehrshindernis. Ja, und hier der Odessa-Schriftzug. Habe ich ihn doch noch gefunden. In dem Hotel, wo ich neulich übernachtet habe. Passt gerade ganz gut. Ich habe von hier aus eine neue Unterkunft gesucht. Und kann von hier auch noch mal eine neue Offline-Karte runterladen für die nächsten Tage. So sieht's aus. War eben ein Regenschauer. Total blöd, hat total lang gedauert. Ich habe den an der Tanke abgewartet. Und die Sonne war schon lange wieder draußen und es hörte und hörte nicht auf. Echt eine halbe Stunde, bevor ich hier angekommen wäre. Hat echt genervt. Naja. Egal.
ein letztes Mal tanken, bevor ich jetzt zu meiner Nachtunterkunft komme in Chitomir. Ein letzter Kaffee und dann hoffe ich, heute Nacht gut zu schlafen. So, ich bin in Rive oder wie das heißt. Hab heute Nacht an einem interessanten Ort geschlafen, ein ehemaliges Bordell, was vielleicht jetzt nur zur Corona-Zeiten pausiert, ziemlich runtergekommen. Und es war ziemlich eklig, also das Bad stank so, dass ich es nicht benutzt habe. Okay, Rive, Elektrobusse and so on. Auch wieder interessanter Verkehr hier. Ja, eben waren zwei Radfahrer mit so Single Speeds hier so zwischen den Autos am Rumdüsen. Sowas ist man hier gar nicht gewohnt. Wie in Hamburg. Aber es ist hier wahrscheinlich super hip. Ich finde es immer noch spannend, so durch diese Städte zu fahren und dauernd neue Sachen zu entdecken oder exotische. Schon crazy. Ja, und auf der Autobahn habe ich auch mehrere Radsportteams trainieren sehen. Ich weiß jetzt auch warum, einfach weil die Straßen rundherum schlicht nicht geeignet sind dafür. Es gibt einfach nicht genug geteerte Straßen, wo du Rennradtraining machen kannst. Und mitten auf der Autobahn gibt es ja auch Zebrastreifen. Teilweise ohne Geschwindigkeitsbeschränkung. Eigentlich müssten die Ukrainer alle gute 50 Meter Sprinter sein. Ja, und überall diese kleinen Busse gibt es in allen Städten. Große Busse eher nicht, sondern dann eben Elektro. Und diese uralt Elektrobusse, die machen auch richtig Krach wie eine Straßenbahn. Leise sind die nicht. Und wieder ein interessantes Gebäude. Oh ja, und hier World War Memorial natürlich. Manchmal vergesse ich auch, dass ich ja mit dem Motorrad doch noch überall durchpasse und vernachlässige das dann. Dann stehe ich manchmal auch ein bisschen zu lange in der Sonne, länger als nötig. Ich freue mich ja schon aufs Fiebermessen nachher an der Grenze. Fiebermessen. Weil unterm Helm sind bestimmt 50 Grad. Bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Naja, mal sehen, mal sehen, mal sehen. Vielleicht ist der Grenzübergang ja auch gar nicht geöffnet, den ich nehmen möchte. Ich habe aber jetzt im Internet recherchiert und nichts darüber mehr gefunden. Ich hoffe auch nicht, dass ich irgendwie die Auflage kriege, jetzt dann direkt nach Deutschland durchzufahren. Das wäre ja total bescheuert. Ich glaube, ich würde mich dann einfach nicht dran halten. Fertig. Wer kann mir beweisen, wo ich zwischendurch war? Was macht er? Wenn mich dann in Nordpolen jemand anhält oder in Lettland, wie will er beweisen, dass ich nicht zwischendurch in Deutschland war und dann wieder losgefahren bin? Also vorausgesetzt,
Ich werde als gesund eingestuft. Wovon ich mal ausgehe. Ja, jetzt fahre ich wieder direkt auf so eine Kirche zu. Da musste ich einfach noch mal die Kamera anmachen. Sehr nice. Ja, die Straße hier total im Eimer. Aber da erzähle ich ja nichts Neues. Jedenfalls nicht langweilig. Aber man kommt auch nicht voran. Wieder eine Pferdekutsche. Ein interessanter Tieflader. Also ich habe keine Ahnung, wo Google mich jetzt wieder lang schickt. Das ist ja echt abenteuerlich. Geht irgendwie im Zickzack auf sehr kleinen Straßen hier übers Land. Keine Ahnung, was das soll. Ich hoffe, ich komme an. Oder was ist da los? Na Mädels, euch kann ich nicht mitnehmen. Na, die hatten irgendwas vor, keine Ahnung. Und dann haben sie sich doch nicht getraut. Interessante Begegnung hier. Zweite Ausfahrt, Kreisverkehr. Das ist eins und das ist zwei. Ich wette, die meisten fahren hier einfach durch. Eine Brücke, ein Fluss. Ich hoffe, der ist schön. Jetzt habe ich Horst doch tatsächlich meine Regenjacke unterwegs verloren. Habe es aber gleich im Rückspiegel gesehen und muss jetzt ein Stückchen laufen, um sie wieder zu bekommen. Das Motorrad steht da hinten. Irgendwo. So, geschafft. Die Jacke wieder da. So, die Jacke jetzt etwas besser festgeschnallt hinten. Ich hatte die bis jetzt nur so hinter meinem Sitz liegen. Aber das hat wohl nicht gereicht. Noch 30 Kilometer bis zur Europastraße, die dann direkt zum Grenzübergang führt. So, ich will mal gucken, ob ich hier mal wenigstens ein Stück Wurst zu mir nehmen kann. Ich habe ja heute erst ein Croissant gegessen, das war alles. Und es ist jetzt immerhin schon... Wie spät? Ja, 15 Uhr. Hier ist so ein Rastplatz, der ist so typisch für ja, überhaupt die östlichen Länder. Es wird immer sehr viel geboten eigentlich, wenn man einen findet. Dafür sind sie halt relativ rar. Ein bisschen Info zur Natur, die es hier gibt. Warnung, dass man kein Feuer machen soll natürlich. Vogelwelt. Ja, und dann verschiedene Hütten und sogar ein Grill. Ist eigentlich total schön. Manchmal nicht so ganz sauber. It depends. Okay, und ich werde mich jetzt da hinhocken und mal mir ein Stück Wurst aufschneiden. Ja, vielleicht trocknet ja die Jacke von innen noch gleich ein bisschen, während ich hier stehe. Schauen wir mal.
Ja, und auch üblich sind hier oft an Rastplätzen diese Betonauffahrrampen, die aussehen, als wären sie für Panzer gemacht. Ja, hier kannst du tatsächlich dein Auto reparieren und das ist ein für LKW-Fahrer gedacht. Sehr praktisch. Ich würde sagen, ungefähr 60 Kilometer vor der Grenze, wie man sieht, in Kurbel. Und hier gönne ich mir nochmal ein schönes, kaltes, alkoholfreies Bier. Es ist schweineheiß, fast 30 Grad. Ich glaube, ich werde schon allein deswegen beim Fiebermessen durchfallen, weil es mit deinem Helm bestimmt 50 Grad sind. Und die messen ja so auf der Stirn. Naja, zum letzten Mal tanken wir in der Ukraine, zum letzten Mal Stress an der Kassel. Dann habe ich es überstanden. Ja, Motorrad steht da hinten, kann man nicht sehen. Bis bald. Okay, ich fahre gerade an dem LKW-Stau vor der Grenze vorbei und dachte, ich filme das mal. Aber die GoPro hat wieder irgendwie rumgesponnen und hakte. Jetzt musste ich erstmal den Akku rausnehmen. Und dann muss ich ja nachher das Ding auch wieder ausmachen. Sonst werden die böse an der Grenze. Ja, die LKW-Fahrer hier, die kampieren hier quasi. Verbringen auch die Nächte hier. Das ist schon hart. Aber es ist kilometerlang. Jetzt haben wir eigentlich noch 10 Kilometer bis zur Grenze. So sieht das aus. Es hört überhaupt nicht auf. Hier kannst du heiße Würstchen verkaufen. Das ist reich. Ja, hört mir mal einen Platz frei. Ah, da war ein Tiny House. Billig in Polen gebaut. Ja, und alle lungern hier rum mit freiem Oberkörper. Oh, ein Interception. What's up here? Can I pass or not? I will. Na, einige sind hier vorhin echt an der ganzen Schlange vorbeigeballert. Weiß ich auch nicht, ob sie die jetzt mal angehalten haben. Ist ja für die anderen nicht witzig. Ja, ich glaube, die haben die gestoppt. Die stehen vor dem LKW. Und ich glaube, die wurden einfach von anderen LKW-Fahrern gestoppt. Weil hier wäre eine Lücke, wo die reingekonnt hätten. Das haben sie bestimmt über CB-Funk schon erfahren. Hat ihnen ein Kollege, ist einfach nicht weitergefahren in der Schlange. Dadurch ist die Lücke entstanden. Ja, bestimmt Landsleute irgendwie. Ein Kasache zum anderen und die Polen gehen dann auf die Barrikaden. Die sagen dann hier, nee, ist nicht. Du kommst hier nicht durch. Ja, Härte 10, ne? Ja, und das war meine Schlange vor der Grenze, bis ich entdeckt habe, dass es für EU-Pässe eine eigene Anstellreihe gab. Ich hoffe, wir sehen uns nach der Grenze oder in der nächsten Episode wieder und diese hier hat euch gefallen. Und ihr liked sie oder abonniert mich gleich.